bin ich wieder. Ja, ich weiß nicht, wie lang es her ist, ne? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, es wäre jetzt ewig lang her. Leute, Leute, ich muss sagen, also ich habe mir eure Kommentare durchgelesen vom letzten Video. Ich habe auch mit meinem Anwalt gesprochen. Ihr könnt mir nichts, ne? Ihr könnt mir alle gar nichts, ne? Auch wenn ihr glaubt, ihr könnt mir. Nein, ihr könnt mir nichts, ne? Ja. Ich habe so viele Kommentare gelesen, dass ich euch nötige. Ich kann nichts. Mein Anwalt hat gesagt, Frau Wollmessy, Sie brauchen keine Angst haben, ne? Man kann Ihnen gar nichts. Ich nötige euch weiter. So, das habt ihr nun davon. Unsere liebe Sarah hat sich leider nicht mehr gemeldet, ne? Ja, keine Ahnung, vielleicht kann sie sich auch nicht melden, ne? Sarah, wenn auch mit einem Punkt oder so, irgendetwas, wenn wir dir helfen können, ne? Wir warten auf dich, ne? Ja, Leute, was habe ich für heute euch? Was habe ich heute für euch? Ich habe was fast Fertiges, ich habe was Fertiges, ich habe was Altes, was ich wieder am Stricken bin, ich habe was Neues, was Neues, was Neues, was Neues. Und ein Aufreger habe ich wieder. Leute, ich habe schon wieder ein Aufreger. Das hört ja gar nicht auf, ne? Soll ich mich jetzt aufregen? Okay, ich probiere mal. Ne? Oh, ich weiß, ich begebe mich jetzt auf ganz, ganz dünnes Eis. Ne? Ich bin ja eine, die nichts gegen Leute sagt. Ne? Also normalerweise habe ich eine Toleranz, die ist grandios. Ne? Jeder so, wie er mag. Aber auch bei mir gibt es Grenzen. Ne? Ich habe letzte Woche durch Zufall hier klick, 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 klick auf YouTube. Habe ich gedacht, da gibt es eine neue. Ja, ich sage auch keinen Namen, Leute. Ich sage keinen Namen, ne? Und ich gucke mir so das Video an und ich denke, Mädel, alles in Ordnung mit dir? Und irgendwann dachte ich, ey Mädel, geht's noch? Und zum Schluss wollte ich echt mit der Faust in den Bildschirm rennen, ne? Ich habe gedacht, was soll das? Ich muss jetzt gucken, wie ich das alles so formuliere. Ne? Also da gibt es eine Dame. Es gibt eine Dame. Sie hat einen Podcast. In diesem Podcast, das erste Video, was ich gesehen habe, ging es auch ein bisschen ums Häkeln und um Stricken, glaube ich. Aber der größte Teil war, liebe Leute, passt auf, wenn ihr euch dann diese Regeln nicht haltet, dann ist das illegal und ich könnte euch alle verklagen. Ja, das war ihre Message. Also, es geht im Grunde darum, diese Dame hat einen Job. Und diese Dame häkelt. Und diese Dame hat alles prüfen lassen. Ne? Die hat so ein extra ein Siegel, ich sage jetzt auch nicht was. Ne? Das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Und dass jemand Leute aufklären möchte. Wenn die Kinder Spielzeug herstellen in Form von Amigurumis oder so, ist das ja auch vollkommen okay. Aber es ist nicht okay, wenn du hingehst und sagst, ja, fast alle, die das machen, stoßen gegen die Gesetze und man könnte sie verklagen. Wenn man so als das erste Video da hinschmeißt mit solch einer Aussage. Ja, komm, das war das erste Video. Glück,
Schau mal das zweite an. Da kam genau das Gleiche. Da kam genau das Gleiche, Leute. Jeder, der solche Sachen macht und verkauft, der ist ein Krimineller. Ja, Leute, wenn ihr das macht, dann seid ihr kriminell. Also passt auf, dass die Dame euch nicht erwischt, weil die könnte euch anklagen. Und dann sagt sie noch, ja, ich habe schon so viel, sie haben eine Gruppe auf einer anderen Plattform und sie musste sich schon so viel Hass entgegen. Ich sage, ja Mädchen, wenn du das so rüberbringst, ne, wenn ich euch eine Message rüberbringen will, dann mache ich das doch nicht, indem ich andere schlecht mache und sage, verstoßen regelmäßig gegen Gesetze, aber meine Sachen, die ich verkaufe, die sind zu 100%ig geprüft. Nee, sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Ja, und dann kam das Thema, weil es ja Kinderspielzeug ist, weil Kinder sei ja das größte Gut. 100% bin ich damit einverstanden. Aber auch da, jetzt begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, Leute. Ich habe ja keine Kinder. Ich weiß, ihr könnt jetzt sagen, dann red auch nicht über Kinder. Aber ich möchte euch sagen, ich bin mir fast sicher, dass die meisten von euch so um mein Alter schwirren. Ne? Wie sind wir groß geworden? Ne? Wir sind in den Wald spielen gegangen, wir haben uns alles in den Mund gesteckt, wir haben die Bonbons, die runtergefallen sind, haben wir wieder in den Mund gesteckt, da wurde nichts desinfiziert, da wurde nichts 100-mal sterilisiert und wir sind aufgewachsen im Dreck. Wir haben gegessen, was wir gefunden haben. Wir haben uns alles in den Mund gesteckt. Und wir sind groß geworden. Wir sind alt geworden. Und wir sind gesund. Ich habe eine Reportage gesehen. Da hat ein Wissenschaftler gesprochen. Der hat gesagt, Kinder müssen das tun. Kinder müssen sich Sachen in den Mund stecken, damit der Körper Antikörper produzieren kann. Was machen wir denn heute mit den Kindern? Es wird alles desinfiziert, sterilisiert, die Boden werden mit Sagrotan abgewischt, dass die Fliesen schon fast keinen Belag mehr haben. Es gibt kein natürliches Immunsystem mehr für diese Kinder. Und deshalb sage ich, ich weiß, ich bewege mich auf dünnem Eis, Leute, aber das ist einfach nur meine Meinung. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber meine Meinung ist, wenn ich hier um mich so rumherum höre, Leute mit, die Eltern mit Kindern, fast jedes Kind hat irgendeine Allergie. Ist allergisch gegen das. Ja, das ist normal. Für mich ist das normal. Die Kinder sind nicht so aufgewachsen, dass sie sich selber gegen was schützen können. Es wurde alles sterilisiert und. Ah, meine Meinung. So, Leute, ich habe jetzt 9 Minuten geplappert, ne? Bitte jetzt keinen Shitstorm. Bitte nicht. Aber ich weiß, ich habe mich jetzt mit einem Thema befasst, womit ich mich nicht, also ich kann ja dafür nicht sprechen, aber ich kann aber meine Meinung kundtun. Ne? Also ich denke, Kinder sollten immer noch Kinder bleiben. Und Kinder sollten sich im Dreck suhlen. Ganz ehrlich. Und Kinder können auch einen Pulli in den Mund nehmen. Ne? Sie können alles in den Mund nehmen, wo nicht kindgerecht hergestellt ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob eine Catania-Püppchen gefährlich ist für ein Kind. Leute, also ich denke, früher war Baumwolle noch gefährlicher als heute. Ne? Heute wird das ja alles noch kontrollierter. Aber auch das nehmen Kinder in den Mund. Es gibt so vieles, was Kinder sich in den Mund stecken. Ne? Lasst es doch! So, und jetzt, Leute, kommen wir noch mal was zum Strickigen. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe bemerkt, dass ganz, ganz viel, oder wir können damit anfangen im Grunde, ne? Ich habe gemerkt, dass ganz viele Leute Probleme haben mit, also die Sockenstricken ist ja okay, aber das Annadeln, also das Anschlagen auf 4 Nadeln ist ein Problem. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Das ist ganz, ganz einfach. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal ein paar Maschen.
Ich weiß, es gibt Menschen, die sich da wirklich abquälen und es gibt so eine ganz einfache Lösung. Ich mache jetzt nicht viele, ich mache ein paar. Oh Leute, was habe ich jetzt getan, ne? Aber ich musste das loswerden. Sowas ärgert mich einfach, wenn man Leuten ihr Hobby madig macht. Und dann denke ich mir, ne? Okay, das ist jetzt nur so eine kleine Omi, die nicht viel Geld hat, die jetzt für ihr Enkelchen aus billiger Baumwolle so ein hübsches Püppchen macht und das ihrem Enkel schenken will und sie das nicht soll oder darf, weil es ja nicht geprüft ist. Ne? Und die Dame soll jetzt nicht sagen, das wäre was anders, weil es sie ja jetzt nicht verkauft, weil dann geht es ja ihr nur ums Geld. Ne? Dann geht es ihr ja nicht um die Kinder. Ne? Also, dann geht es ja echt nicht um die Kinder. Also, wenn es ihr echt um die Kinder geht, dann dürfte das ja auch nicht mehr sein. Und dann tut mir leid. Das ist Leuten was madig gemacht, wo es keinen Sinn drin gibt. Ich glaube, jeder weiß, dass wenn man solche Püppchen macht, dass man da Sicherheitsaugen reinsteckt und dass man vielleicht nicht gerade Polyacrylwolle nimmt, die sehr leicht entflammbar ist. Ich glaube, da braucht man kein Fähnchen an den Arsch nehmen, ne? So, sagen wir mal, das sind jetzt unsere angeschlagenen Maschen, die wir brauchen für unsere Socken. Was macht Sonja nun, ne? Ich habe sie alle auf eine Nadel aufgefädelt. Jetzt nehme ich mein zweites. Da ist er vorne, ne? Jetzt drücke ich das Ganze ein bisschen nach hinten. Seht ihr? Und ich nehme mir hier die Maschen runter, die ich brauche. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Jetzt habe ich hier sieben Maschen auf der Nadel, auf der zweiten. Jetzt habe ich immer noch die anderen hier drauf. Jetzt nehme ich das andere Eisen und nehme mir wieder sieben Maschen runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt habe ich die. Lasse ich die auffallen. Und die letzten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, jetzt hängen die alle hier. Und wie ihr seht, sie sind alle auf einer anderen Höhe. Hier, das sind die ersten, die ich genommen habe. Hier ist die Nadel mit dem Faden drauf. Also, wie drehe ich das jetzt zu? Ich mache das jetzt so, weil das ist die letzte. Damit müssen wir anfangen. Das ist die, die ich als allererste gemacht habe. Das ist die zweite da und das hier ist die dritte Nadel. Jetzt nehme ich die hier und ich lege die hier drauf. Ich drehe das Ganze um. Dann ziehe ich mir die, wie sie gehört, so. Und dann habe ich meine angefangenen. Mein Viereck. Und dann kann ich losstricken. Jetzt kann ich losstricken. Mit meinem Faden. Und so kriegt ihr alle gut gemacht. Ohne Problem. Hier sind jetzt nicht viele Maschen drauf. Das sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus. Wenn ich noch was sehen würde, hier ist die Beleuchtung super. So, ich stricke die jetzt mal nur kurz zusammen, damit ihr sehen könnt, wie die jetzt zusammen aussehen. So. So sieht das aus. Sie sind auf vier Eisen drauf. Und so klappt das wundervoll. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, weil ich habe gesehen, die meisten ärgern sich ein bisschen rum. Die machen wirklich auf jedes Eisen ihre Maschen einzeln und dann wird das so lang und dann werden so Stricke. Ja, also ich mache sie immer auf ein Eisen drauf und fange hinten an, sie wieder auf einzelne Nadeln drauf zu fädeln. Ne? So, weil wir schon bei Socken sind, dann zeige ich euch, was ich aus meinem Zauberball gemacht habe. Kraut und Rüben, der Farbklecks, Sockenklecks. Und eine Socke habe ich fertig. Und so sehen sie aus.
Kunterbunt. 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 Aber toll, ne? Ja, das ist der Kraut und Rüben. Und jetzt werde ich die zweite anfangen, ne? Ja, damit es was wird für die Socks in die Box. Dann habe ich mein Pulli schon fast fertig, Leute. Tada! Die zwei Seiten sind fertig und ich habe schon ein Ärmchen dran. Ein Ärmchen ist auch schon dran. Es ist relativ kurz, aber ihr wisst ja, der Pulli fällt ganz weit nach unten und ich habe ein ganz, ganz enges Ärmchen dran gestrickt. Es ist nicht wunderschön. Und ich bin immer noch am zweiten Knäuel, ne? Also dieser Pulli, da reichen zwei Knäuel, Leute. Zwei Knäuel. Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Wahnsinn! Dann habe ich noch ein Quadrat fertig für meinen Call von All in the Natural. Das ist dieser hier. Ist der nicht klasse? Ich finde den auch super schön. Die Farben sind ja auch mal wieder toll. Ja, jetzt habe ich vier. Ja, dann kommen wir. Ach nein, ich habe noch was. Was Altes, was ich wiedergefunden habe in meinem Stash, das ist der Tubularity, den ich angefangen habe mit einem Garn von Juna Luna. Das sind 900 Meter, dreifädig. Das sind diese Farben hier. Wunderschön. Und da bin ich jetzt eifrig am Stricken, weil ich die unbedingt fertig haben möchte. Und so weit bin ich schon. Aber man sieht überhaupt keinen Unterschied, ne? Überhaupt keinen Farbverlauf sieht man hier. Ich hoffe, wenn ich bearbeitet habe, dass man es besser sieht. Ich habe, um ein bisschen Ablenkung zu haben, habe ich ein paar linke Reihen dazwischen gemacht. Und hier waren wir. Und das habe ich alles gestrickt. Ich möchte ihn unbedingt fertig bekommen, weil ich die Farben so schön finde. Und ich denke, so bei Jeans ist der doch klasse, dieser. Sehr schönes Garn. Freue mich, wenn der fertig ist. Genau, das kommt noch alles dran. Toll, ne? Dann habe ich mir was zugelegt, weil jeder davon schwärmt. Da muss die Sonne das ja auch haben, ne? Das sind die Adi Olivenholznadeln, ne? Jeder hat davon geschwärmt. Und ich habe mir mal eine Nadel bestellt, ne? Das ist die Dreier. Ich habe sie noch nicht probiert. Ich finde sie ganz edel, ne? Sie sind auch ganz weich, super schön glatt, spitz. Und ich glaube, das wird toll. Ich muss mir mal was suchen, was ich mit drei stricken werde. Luxus für die Hände. Kann ich nur sagen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich habe mir noch, weil als ich die Sophie gehäkelt habe, habe ich gemerkt, dass mir solche fürs Häkeln diese Maschenmarkierer fehlen, die man zumachen kann. Und da habe ich auf Amazon diese Kiste gefunden. Da sind, ich glaube, das sind jedes Mal 10, 10, 20, 30, 40, 50, 80 Stück drin, in allen Farben. Und das war gar nicht mal so teuer. Ich glaube, so um die 4, 5 Euro oder so. Genau. Jetzt bin ich froh, jetzt habe ich die. Und dann habe ich etwas, da müsst ihr mir helfen. Prost. Ich habe mir in unserem Baumarkt ein Garn gekauft, weil es mich einfach angesprungen hat. Aber ich weiß, es ist nicht meine Farbe, Leute. Aber mir gefällt die Farbe. Ihr werdet jetzt sagen, oh Gott, Sonja. Aber ich sag's euch mal. Down!
Dieses Pink, Leute. Ist das nicht genial? So, und das ist von Schachenmeier. Soft and easy. Leute, das ist 100% Polyacryl. Wenn ihr das anfassen könntet, ne? Weicher geht's nicht, ne? Weicher geht's nicht. Das ist so weich. Was soll ich? Ich habe, also auf einem Knäuel sind 235 Meter. Ich habe mir 5 Knäuel gekauft, ne? Es würde sogar für einen Pulli reichen. Was soll ich damit stricken? Was am meisten in den Kommentaren steht, werde ich stricken, Leute. Schaut euch das Garn an. Kann ich es anziehen? Sucht mir bitte was aus, was ich damit stricken soll. Macht ihr das? Ich finde sie super. Es ist rosa, Leute. Aber ich habe sie so schade. Die ist so weich. Die ist einfach nur fantastisch, ne? Bist du ruhig? So, jetzt warte ich auf eure Vorschläge, Leute. Ich habe auch noch für meinen Geburtstag was geschenkt bekommen. Ich sage jetzt auch nicht von wem. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich muss das euch zeigen, ne? Dann, 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 dann. Tada! Das ist, ich würde sagen, das ist so eine Tasche für normalerweise für Turnschuhe rein, oder? Nee, da sind Taschen drin. Das kann für so Badezeugs reinzumachen sein. Aber mal, das ist jetzt mein Projekt. Dings da. Eine Projekttasche. So, jetzt habe ich es. Eine Projekttasche. Ist das nicht toll? Man kann das hier so oben zuziehen. Tada! Dann hat man einen kleinen Bus. Ist der nicht mega klasse? Den habe ich beschenkt bekommen, Steffi. Von einem Mann. Von einem Mann habe ich den geschenkt bekommen. Ist der nicht toll? So Leute, das war's. Und nächste Woche habe ich euch jede Menge zu erzählen. Das kann ich euch versprechen. Ich sage aber noch nicht, weshalb. Nein, 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 nein. Für mich war es das heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wenn ihr dieses Video heute noch seht. Wenn nicht, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, schönen Nachmittag. Egal, wann ihr das wieder seht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und bleibt mir gesund und munter, Leute. Und viel Spaß!